Attentat auf Trump, Millimeter vor einem Bürgerkrieg. Take a look at what happened. Wait. Das ist mein Moment, Digga. Der hat geschaltet, der Cousin. Das ist der Moment, wo sich entschieden hat, dass Donald Trump der nächste Präsident wird. Denn was jetzt alles ins Tageslicht kommt, lässt einen wirklich zweifeln, ob es nicht ein Inside-Job war oder es ein Leak im Secret Service gab. There he is. Where? Oh, shit. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Mark Friedrich. Attentat auf Trump, Millimeter vor einem Bürgerkrieg. Wir haben es alle mitbekommen, es gab ein Attentat auf Donald Trump. Ich habe da live drauf reagiert und konnte das da noch nicht richtig einordnen. War auch ein bisschen überfordert mit der Situation. Jetzt ist das alles haben wir das alles ein bisschen sacken lassen. Und der Mark Friedrich hat ein Video darüber gemacht. Und ich muss sagen, ich mag den Mark. Ich habe mir auch das Interview bei Boogie und Belasch reingezogen. Könnt ihr gerne mal auschecken. Und er sagt ein paar Sachen, wo ich denke, so, das ist ein guter, Digga. Weißt du, wie ich meine? Der gibt mir auch gute Vibes, gute Energy. Und deswegen gehen wir da ins Mark Friedrich Video zum Thema rein. Ich liebe euch. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentärchen. Abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Und los. Puh, alter Schwede. Am Wochenende standen wir wirklich Millimeter davor, dass sich der Lauf der Geschichte für immer verändert hätte und dass wir eventuell sogar einen Bürgerkrieg in den USA gesehen hätten. Warum? Es gab ein Attentat auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Wir sehen immer mehr Aggressionen gegen Politiker. Wir sehen Anschläge auf Robert Fico in der Slowakei. Wir sehen Anschläge auf andere Politiker in Deutschland, egal ob vom linken oder rechten Milieu. Aber wir sehen, die Gesellschaft ist immer mehr gespalten. Und jetzt natürlich als Höhepunkt der Anschlag auf Donald Trump. Und wir müssen... Wisst ihr, was ich mich immer frage, und ich muss das direkt hier zu Anfang dazu sagen, weil ich bin halt einfach ein mieser Schwurbler und ich denke weiter und ich überlege mir so, was da dahinter stecken könnte, so, weißt du? So. Also ich frage mir dann so, wer könnte das organisiert haben? Wer könnte wirklich dahinter stecken? War das einfach nur ein verrückter Biden-Supporter irgendwie, der Trump hasst irgendwie so? Weißt du, wie ich meine? Oder gab es Leute, die ihn beauftragt haben, genauso wie bei der John F. Kennedy-Sache damals, ist ja dann auch Jahre später rausgekommen, dass die CIA mit involviert war etc. pp. Und dass meistens bei solchen Anschlägen und bei solchen Sachen, wenn die passieren, mehr dahinter steckt, als wir denken, so, weißt du? Und deswegen frage ich mich das bei dieser Geschichte jetzt genauso, was da dahinter stecken könnte und wer da mit involviert sein könnte, alles so, weißt du, wie ich meine? Erwähnen, bei diesem schrecklichen Attentat sind Menschen ums Leben gekommen. Ein Zuschauer wurde tödlich getroffen, zwei befinden sich immer noch in Lebensgefahr. Wie es überhaupt so weit Rest in Peace. Kommen konnte, was genau passiert ist, warum die etablierten Medien wieder einmal versagt haben, war es gar ein Inside-Job, welche Theorien es momentan gibt und natürlich, was das für die Wahl in den USA bedeutet, aber auch für dein Geld und... Trump muss jetzt auf jeden Fall Präsident werden, Digga. Sag ich dir so, wie es ist. Überraschenderweise auch für Bitcoin. All das besprechen wir heute in einem neuen Video, denn mit jeder Minute kommen neue brisante Details ans Tageslicht. Und zum Schluss werde ich euch noch ein exklusives Schmankerl mitgeben, was euch wirklich den Schmankerl den Mann, Alter, und los. Kopf explodieren lässt, versprochen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen, extrem spannenden, exklusiven Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich & Partner Vermögenssicherung. Something that said, take a look at what happened. Oh. Krass, er hatte das einfach am Ohr. Das ist crazy, bro. Crazy, bro. Wer mich und den Kanal kennt und mir folgt, weiß natürlich, dass ich genau... Surreal auch irgendwie, ne? Ich will mal noch mal einmal ganz kurz ein bisschen langsamer gucken, den Laden hier. Look what happened. Okay, also bevor ein Schuss abgegeben wird, ist da anscheinend schon irgendwas passiert, dass die Leute da hingucken. Dann hat der auch schon so den da gemacht, ne? Also am Ohr passiert auf jeden Fall irgendwas. Yeah.
ist wie ein Film, ne? Ist wie ein Movie, Bruder. Da wussten die Frau im Hintergrund, das haben wir uns doch reingezogen. Die eine holt doch direkt Handy raus, ne? Die da, die hier. Guck mal, wie die filmt. Digga, und die sieht so aus, als ob die auch smilet ein bisschen so. Ich frag mich, wie du in so einer Situation das als allererstes das Handy zückst, Bro. Weißt du, wie ich meine? The fuck, Bro? An was denkst du denn da? Du hörst Schüsse, Bruder. In diesem einen Frame sieht es so aus, als ob die lacht. Alter, ich schwöre dir. Ich bin vielleicht ein bisschen Ding, paranoid, aber in diesem einen Frame, noch ein bisschen weiter vorher, sieht es aus, als ob die smilet, Diggi. Sorry, das ist jetzt die miese Mystik hier, aber ich versuche alles zu sehen, weißt du? Und der Bruder bewegt sich gar nicht. Wer mich und den Kanal kennt und mir folgt, weiß natürlich, dass ich genau vor dieser Situation gewarnt habe, dass es ein Attentat geben wird auf Donald Trump. Und ich meine, hey, was waren das für krasse Bilder? Diese Bilder werden in die Geschichtsbücher eingehen. Meiner Ansicht nach ist damit die Wahl definitiv entschieden. Er Safe. Hat gewonnen, wenn er nicht doch noch irgendwie unglücklich die Treppe runterstürzt oder erschossen wird oder irgendwas anderes Unvorhergesehenes passieren sollte. Am Wochenende wurde also Donald Trump auf einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania von einem Schützen beschossen. Wir sehen, wie er sich ans Ohr fasst und dann zu Boden geht. Die Welt hält den Atem an. Sein Secret Service stürzt sich auf ihn, um ihn zu schützen. Man hört Trump etwas murmeln, dann wird er von der Bühne eskortiert. Trump steht auf, hat Blut im Gesicht und instinktiv streckt er auf dem Weg die Faust nach oben und man hört ihn rufen, Fight! Wait. Das ist mein Moment, Digga. Der hat geschaltet, der Cousin. Das ist der Moment jetzt, Digga. Ich muss jetzt hier für meine Leute und so. Krasser Typ, Digga. Digga, auch diese Bilder, ne? Legendär, bro. Legendär. Also besser, Digga, ist natürlich nicht geil, angeschossen zu werden, so, ne? Ich will das hier gar nicht so dingsen, aber das ist sein Moment gewesen. Also das ist der Moment, wo sich entschieden hat, dass Donald Trump der nächste Präsident wird. So. Und das hat er auch direkt gecheckt. USA! USA! Yo! Digga! Das ist krass, auch dieses eine Bild, ne? Das ist schon. Also, what a legend. Und genau dieser Moment wird von einem Fotografen festgehalten. Das ist nicht das krasseste Bild. Und wird wahrscheinlich das epischste, legendärste Foto für das ist es nicht. Die nächsten 10 Jahre sein. Es wird. Nein. Das ist nicht das legendärste Bild. Ich zeig dir das legendärste Bild. Das ist es, glaube ich. Ich glaube, das ist es rangezoomt, wa? In die Geschichtsbücher eingehen. Der Schütze, der auf einem gegenüberliegenden Dach gelegen hatte und von dort auf Trump geschossen hatte, war anscheinend der 20-jährige Matthew Crooks. Name ist Programm. Und eines stand ebenfalls schnell fest. Trump hatte ein. Was? Das war der Schütze? Matthew ein Dach gelegen hatte und von dort auf Trump geschossen hatte, war anscheinend der 20-jährige Matthew Crooks. Der Bruder? Bro, der sieht aus, als ob der nicht mal irgendwie. Der sieht noch so jung aus, ne? So unschuldig, Digga, als ob der noch nicht mal ein paar Haare am Sack hat, so. Kein Bart, dies, das, bla. Das ist jetzt der Schütze? Und eine. Crazy. Crazy. Und ebenfalls schnell fest, Trump hatte einen wirklich ganz besonderen Schutzengel an diesem Tag. Das ist ein altes Bild, okay. Auf einem der Bilder, das von einem Fotografen. Auf dem Bild war er 16. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, Digi. Wie alt war der, wo der den erschossen hat jetzt?
20? Was hat er gesagt? 20 Jahre. 20 Jahre, ne? Der New York Times geschossen wurde, sieht man sogar die Kugel vorbeizischen. Was? Unglaublich. Es sind Bilder wie aus dem Film Matrix. Und wer sich das Video noch einmal genau anschaut, sieht, dass Trump seinen Kopf Millisekunden, bevor die Schüsse auf ihn abgefeuert werden, nach rechts dreht. Hätte er das nicht getan, hätte ihn vermutlich das gleiche Schicksal ereilt wie sein Vorgänger John F. Das Bild ist echt, oder was, mit der Kugel? Geschossen wurde, sieht man sogar die Kugel vorbeizischen. Ich wusste gar nicht, dass man auf einem Foto sehen kann, wie eine Kugel vorbeizischt. Geht das? Unglaublich. Es sind Bilder wie aus dem Film Matrix. Und wer sich das Video noch einmal genau anschaut, sieht, dass Trump seinen Kopf Millisekunden, bevor die Schüsse auf ihn abgefeuert werden, nach rechts dreht. Hätte er das nicht getan, hätte ihn vermutlich das gleiche Schicksal ereilt wie sein Vorgänger John F. Kennedy. Einziger Unterschied, diesmal wäre es keine Magic Bullet gewesen, die siebenmal die Richtung ändert. Aber auch hier müssen wir vielleicht über einen Inside-Job noch reden, aber dazu später. Es waren also tatsächlich nur Millimeter, die die Welt, aber auch die USA vor einem bürgerkriegsähnlichen Zustand bewahrt haben. Man mag sich gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn Trump tatsächlich erschossen worden wäre und wie seine Anhänger reagiert hätten. Es ist was ich auch jetzt mir gerade denke, der hat er nicht aus. Also jetzt bin ich auch wieder ein bisschen am Verschwören hier, ein bisschen am Schwurbeln, wenn ich das so sagen darf. Aber hat der Täter nicht vom Dach geschossen? Also er stand ja über Trump-mäßig, oder? Oder war das auf der gleichen Höhe? Weil die Kugel sah so aus, als ob die wirklich parallel zum Boden geflogen ist, wenn das die Kugel war, so weißt du, auf dem Foto. Ist jetzt wieder, man muss alles hinterfragen, Digi. Ich gehe überall, in jeden Frame gehe ich rein. Weißt du, was ich meine? Oder nicht? Oder denke ich da gerade zu kompliziert oder habe ich da gerade einen Denkfehler irgendwie? Nicht mehr von der Hand zu weisen. Und wer mir folgt, weiß es, dass ich schon lange davon spreche, dass wir in einem Zyklenwechsel uns befinden, dass wir in einer historischen Zeitenwende leben. Und wir sind gerade Zeitzeugen des Fourth Turning, des Generationswechsels. Und das wird allerhand Turbulenzen mitbringen in den nächsten Jahren. Und meine Lieben, das war erst der Anfang. Die Zeiten werden noch turbulenter werden. Und auch in den Finanzmärkten wird es in den kommenden Monaten extremer zugehen. Und hier ein kurzer Hinweis. Wenn du dich darauf mental, aber auch monetär vorbereiten möchtest, wenn du wissen willst, wie du dich jetzt 123 Meter entfernt mit Gewehr. Bei der Entfernung fliegt die Kugel auch fast waagerecht. Aha, ich kenne mich halt nicht aus, ne? Wenn du sicher aufstellen kannst, dann schau gerne mal in den Friedrich Report vorbei. Dort findest du meine Empfehlungen zu Rohstoffen, Aktien, Bitcoin und Co. Den Link gibt's hier im Video oder auch in den Shownotes. Und im ersten Halbjahr hatten wir eine durchschnittliche Performance von 45%. Aber zurück zum Thema. Denn was jetzt alles ins Tageslicht kommt, lässt einen wirklich zweifeln, ob es nicht ein Inside-Job war oder es ein Leak im Secret Service gab. Und genau das möchte ich mit dir jetzt genauer anschauen. In den sozialen Netzwerken kursieren aktuell natürlich etliche Videos, die einen wirklich zum Grübeln bringen. Hier mal eine Aussage von einem Zeugen, der von BBC interviewt wurde, kurz nach dem Anschlag. Und was er berichtet, ist wirklich krass. Hört mal genau zu, was er sagt. We noticed a guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us. 50 feet away from us. So we're standing there, you know, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's guy on the roof with a rifle. And the police are like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. You know, we're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. You know, he's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, you know, 2-3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. 2-3 minutes? I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. So you're certain that the shots came from that guy on the roof? 100%. 100%. And he was up there for a couple of minutes. He was up you there. You saw him up there for a couple of minutes. Absolutely. At least 3 to 4 minutes. And you were telling police in the Secret Service. We were telling the police. We were pointing at him for the Secret Service, who were looking at us from the top of the barn. They were looking at us the whole time when we were standing by that tree. Okay, what? Stabile Frisur auch gehabt, ne? Der Jutzte. Stimmt.
dann muss man wirklich Schlimmeres befürchten. Aber es gibt Videomaterial, mehrfaches Videomaterial, wie mehrere Personen laut und deutlich die Polizei als auch den Secret Service darauf hinweisen, dass da keine 130 Yards von Trump entfernt jemand mit Kriegsklamotten auf dem Dach liegt mit einem Gewehr. Und niemand hat das unternommen? Also entweder... Suspicious. Es in der Kommunikationskette irgendwelche Probleme oder man wollte es vielleicht gar nicht verhindern. Wichtig zu wissen ist natürlich, dass der Secret Service dem aktuellen Präsidenten unterliegt. Das ist Joe Biden. Und natürlich hätte Joe Biden das größte Interesse, entweder Donald Trump ins Gefängnis zu bringen oder zu beseitigen, um die nächste Wahl zu gewinnen. Weil wir wissen ja durch die Umfragen, dass Biden... Ja, aber das kannst du nicht so offensichtlich machen. Das ist ja offensichtlich. Kommt ja jeder Idiot dann drauf, weißt du? Erstens senil ist und zweitens keine Chance hat gegen Trump. Aber es wird noch interessanter oder noch obskurer. Hier mal ein Video, das die Scharfschützen zeigt. Was? 7 Minuten 21 Seconds before the shots. That's when I left office. That was the lowest point and that comes right from the government services. Comes right out of... Die sehen den nicht, oder was? Border Patrol. Take a look at that. So that arrow is the lowest amount of illegal immigration ever in recorded history into our country. And then the worst president in the history of our country took over. And look what happened to our country. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's sad, take a look at what happened. Oh. Also, was machen? Ganz komische Sache, die da passiert ist. Ganz, 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 ganz komische Sache, die da passiert ist, ja. Warum hat man so lange gewartet, um zurückzuschießen? Es haben sich ja auch auf CNN und Fox News viele ehemalige Secret Service Mitarbeiter oder auch Sniper, also Scharfschützen, gemeldet, die gesagt haben, sie können nicht nachvollziehen, was da passiert ist. Normalerweise wird, wenn ein Präsident kommt, die Situation, die Location Wochen vorher schon abgeriegelt. Normal, Bro. Das ist ein Präsidentschaftskandidat. Aber man muss natürlich sagen, dass das ganze Land auch von Anfang an gegen Trump war, so, ne? Also da gibt es auch einige Leute in der aktuellen Regierung und generell in Amerika, die den Typen nicht in Office haben wollen, so. Der wurde ja auch von den Medien schon immer zerrissen und so. Das ist halt auf jeden Fall Fact, so. Auch wenn ich auch sage, dass ein Trump Teil des Systems ist und auch Teil des Orchesters ist und auch Teil des Spiels ist und auch auf eine gewisse Art und Weise sogar kontrolliert ist und gewisse Themen nicht ansprechen kann oder auf einer gewissen Seite sein kann, weil sonst würde er niemals in Office gelassen werden, wie zum Beispiel die Israel-Thematik. Aber nichtsdestotrotz muss man das hier erwähnen an der Stelle. Kontrolliert, alle Eventualitäten durchgespielt und natürlich auf 1000 Yards drumherum wird dafür gesorgt, dass niemand irgendwo in eine Schießposition kommen kann. Also was lief da schief? Wollte man es eventuell so weit eskalieren lassen oder war man einfach nur fahrlässig? Und an dieser Stelle möchte ich aber auch allerdings trotzdem zur Vorsicht mahnen. Es kursieren so viele Videos und Behauptungen in den sozialen Netzen. Normal, da werden auch noch einige mehr Theorien und Videos aufgestellt, Digga, glaub mir das mal. Also da wird noch einiges passieren. Werken umher. Warum die Scharfschützen so lange gewartet haben, ist mir trotzdem ein Rätsel natürlich. Und wie gesagt, entweder gab es Probleme in der Kommunikationskette oder man hat es falsch eingeschätzt und man dachte, vielleicht ist es vielleicht sogar einer von ihnen oder hat ihn nicht gesehen, weil das Dach irgendwie schräg war. Ich weiß es nicht. Also entweder hatten sie ihn nicht gesehen oder sie hatten noch keine Freigabe. I don't. Was denkt ihr denn, was da passiert ist? Haut mal in den Chat jetzt rein und schreibt mir auch gerne bei YouTube in die Kommentare rein. Oh. Und wie erwähnt, Aufnahmen zeigen mittlerweile ganz klar, dass Zuschauer den Schützen bereits vorher auf dem Dach ausgemacht haben. Aber anscheinend hat es von der Security erstmals niemand gejuckt oder waren einfach überfordert, Schott selbst. Look, they're all pointing. Yeah, someone's on top of the roof. Look. Gary is right there. Right there, see him? He's laying down, see him? Yeah, he's laying down. What the fuck? Wo? Ich sehe nichts. What's happening? Digga, stell dir mal vor, du bist da und du siehst das so. Yeah, look. There he is.
Where? Oh shit. Wie kommt der da hin, Digga? Das ist doch unmittelbar in der Nähe, Digga. Willst du mich verarschen, Digga? Ist das dein Ernst? Irgendwelche Jungs, Mädels, die da vom Zaun aus sich die Rede da reinziehen, die sehen die, aber der Secret Service sieht die nicht, oder was, Digga? Hier noch eine weitere Aufnahme. Bro, ist ganz komisch, ja. Die den Schützen zeigen. Man sieht, dass mehrere Leute bereits rufen und auf ihn zeigen, bevor er überhaupt einen Schuss abgegeben hat. Also man hätte eigentlich dieses schreckliche Attentat verhindern können. Das ist der Typ? Bro. Bro. I hope he's turning this way. Be careful, guys. Run! Run! What are you doing? Digga, ich scheiß. Komische Vibes auch. Also irgendwie hat die ganze Kiste doch irgendwie ein Geschmäckle. Und wenn die hat definitiv ein Geschmäckle, mein Jutz da. Ich schmeck's gerade. Schmeckt dir es auch, Chat? Dem so ist, dass es vielleicht tatsächlich ein Inside-Job war, dann läuft natürlich Trump nach wie vor Gefahr, beseitigt zu werden. So wie es der US-Unternehmer Patrick Bet David auf X schreibt. Zitat: Diejenigen, die sagen, die Wahl sei vorbei und Trump werde haushoch gewinnen, sind naiv. Hier sind meine Bedenken. Erstens, er muss erst am Leben bleiben, um zu gewinnen. Da gebe ich ihm recht. Zweitens, es gibt eine mögliche Undichtigkeit, also eine undichte Stelle beim Secret Service und beim Schutz des Präsidenten. Zu viele tote Winkel. Es muss ein besseres Schutzsystem geben. Und wie bereits gesagt, man muss vorsichtig sein. Ein Großteil der Behauptungen und Meldungen, die auf Twitter und Co. kursieren, sind wahrscheinlich falsch und tatsächlich bloß Theorien. Aber was auf jeden Fall kein Fake ist, ist diese Werbung von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der USA. Hier sieht man den Schützen Matthew Crooks ganz kurz im Werbevideo. My name is Brian DeLallo. I teach AP and Honors Economics in Pittsburgh, Pennsylvania. Financial well-being to me is knowing that I can be free to do the things that I love to do. I hope when I retire someday, they say that guy made this place a special place to come to school in. Okay, Digga. Gave as much as he could. Der war halt in der Schule, Bro, weißt du, wie ich meine? To help the community. Was ist jetzt? BlackRock war involviert oder? Oh, Digga, Alter, da wird jetzt alles ausgepackt, ne? Yo. Zufall? Verschwörungstheorie? Was ist deine Meinung dazu? Ob das miteinander zusammenhängt, I don't know, Digi. Eins dürfte jetzt auf jeden Fall feststehen. Sollte Trump bis zur Wahl überleben, dann ist es eigentlich relativ sicher, dass er tatsächlich der nächste Präsident der USA wird. Aktuell führt er auf jeden Fall in jedem Swing State, wie diese Grafik hier zeigt. Ja, ja, also keine Ahnung. Was aber tatsächlich beachtenswert ist und erschütternd ist, ist, dass die Volkswirtschaft Nummer 1, das mächtigste Land der Welt, es nicht schafft, den Präsidenten oder auch ehemalige Präsidenten adäquat zu schützen und das mit dem höchsten Sicherheitsapparat und dem größten Budget. Und deswegen stieg die Sache auch ein bisschen zum Himmel. Band auch die Reaktion der Finanzmärkte bzw. vor allem Bitcoin. Bitcoin wurde ja zuletzt von Trump hofiert und anerkannt. Und siehe da, es gab einen... Krass, das hat gerade einer bei mir im Chat reingeschrieben. Er hat ja auch jetzt plötzlich seine Meinung zu Bitcoin geändert. Wenn die Fed vom Präsident angegriffen wird, kommt immer ein Attentat. War bis jetzt immer so. Crazy. Ja, Trump Pump beim Bitcoin-Kurs. Denn kurz nach dem Attentat, als bekannt wurde, dass Trump das Attentat überlebt hatte, legte der Kurs stark zu. Das heißt, eventuell werden wir mit Donald Trump den ersten Krypto-Präsidenten, den ersten Bitcoin-Präsidenten in den USA haben. Und ja, hier wird offenbar schon ein klarer Sieg von Trump eingepreist. Deswegen ging Bitcoin deutlich nach oben. Wenn du mehr zu Bitcoin erfahren möchtest, empfehle ich dir natürlich mein Buch oder den Friedrich-Report oder beides. Trump wird übrigens auch auf der größten Bitcoin-Konferenz der Welt in Nashville, Texas, in wenigen Tagen auftreten. Das hat sein Team nun offiziell bestätigt. Ja, und wie von mir prognostiziert, wurde jetzt tatsächlich ein Attentat auf Trump ausgeübt. Und mit der Vorhersage... Der hat jetzt auch Secret Service bekommen, jetzt so Präsidentschafts-Vibes, ne? Also der hat jetzt denselben Schutz bekommen wie auch der Joe Biden selber, ne?
so wie ich das gehört habe. War ich nicht. Aber wenn die Jungs das auch zugelassen haben, dass das passieren konnte, so, dann ist das halt auch noch kein Garant dafür, dass der Bruder jetzt sicher ist, ne? Alleine, auch der amerikanische Journalist Tucker Carlson hatte bereits in einem Podcast vor 10 Monaten auf das Risiko hingewiesen, dass alles auf ein Attentat... Ja, das ist aber schon seit 2016, Alter, ein Risiko bei Trump, so, ne? Wenn du siehst, wie viele Leute den hassen. ...hinauslaufen würde. Are they going to let Trump be president? No, of course. I mean, look, if, you know, they protested him, they called him names. He won anyway. They impeached him twice on ridiculous pretenses. They fabricated a lot about what happened on January 6th in order to impeach him again. It didn't work. He came back. Then they indicted him. It didn't work. He became more popular. Then they indicted him 3 more times, and every single time his popularity rose. So if you begin with criticism, then you go to protest, then you go to impeachment, now you go to indictment, and none of them work, what's next? I mean, let, you know, graph it out, man. We're speeding toward assassination, obviously. Und jetzt kommt das Schmankerl, von dem ich dir vorher berichtet habe, was wirklich mindblowing ist. Das ist wirklich crazy, und zwar von einem Priester aus den USA. Schau selbst, was er sagt. All throughout America, all throughout, and I saw Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he. He fell to his knees during this time frame and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. I'm talking, people say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus for what I saw coming. And then I saw people interceding when he, and I see him, I saw him winning the presidency through great, the Lord showed me it would go clear into the summer. Great persecution would come on him through the judges. And through the law and all these people trying to sue him and all this stuff, but there would be a stop to it, and their things would start to break free, come toward the fall. And then I saw him winning the election through the Patriots coming out and voting. Yeah, what the fuck? Der Typ prophezeit im Detail den Anschlag auf Trump. Also, wenn wir in keiner Simulation leben und nicht in der Matrix sind, dann weiß ich auch nicht mehr. Ben. Wenn wir in keiner Simulation leben und nicht in der Matrix sind, so. Wenn. Und dieses Video... Matrix ist real, Digi, weißt du, wie ich meine? ...wurde im März 2024 auf YouTube gestellt. Das ist verifiziert. Und Fakt ist ja auch, so schwer war es ja gar nicht, diese Prognose zu stellen. Weil wenn man die letzten Monate gesehen hat, wie Trump in den Umfragen immer weiter nach oben gegangen ist und auch vor allem nach dem TV-Duell, war es ja eigentlich klar, dass man ihn vielleicht irgendwie beseitigen wollte. Man hatte es versucht mit einer Anklage vor Gericht, die dann gescheitert ist. Und jetzt hat man es vielleicht so versucht. Und ich spreche noch nicht mal von den Demokraten Hillary Clinton oder Joe Biden. Ich meine, Joe Biden ist sowieso eine Marionette, das wissen wir. Der ist ja nie senil oder hat Parkinson. Ich meine, Biden hat vor wenigen Tagen Trump sogar noch als Vizepräsident betitelt. Kein Spaß hier, schau mal rein. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President. Er hat doch den Präsident von Ukraine Putin genannt, ne? But I think she's not qualified to be president. Ich meine, der ist durch. Und die Medien... hetzen ja seit Jahren. Also wer auf jeden Fall nicht am Attentat beteiligt war, meiner Meinung nach, ist Mossad. So. Trump ist ja auch ein mieser Israel-Supporter, ne? So. Muss man ganz klar sagen. Das ist auch eine Thematik, wo ich sage so, oh, oh. Also vor allen Dingen jetzt gerade, was da Israel veranstaltet mit Palästina und so, Free Palästina an der Stelle, da kannst du nicht mehr hinten dran stehen, weißt du? Aber als amerikanischer Präsident, also wenn du in Office möchtest, dann musst du, glaube ich, da hinten. Also ich glaube nicht, dass jemand, der Israel kritisiert, in Amerika in Office kommen kann. Das ist mein Glaube, das glaube ich wirklich so. Immer wieder gegen Trump oder gegen unbeliebte Politiker, die nicht ins Narrativ passen oder gegen Menschen, die halt nicht an 78 Geschlechter glauben. Das wissen wir ja schon länger. Seit Corona ist es ja extremer geworden. Aber eins ist am Wochenende nochmal ganz klar und deutlich geworden. Die Zeit der Mainstream-Medien ist meiner Ansicht nach definitiv vorbei. Game over, it's over. Wer am Wochenende den Vorfall auf Twitter bzw. X verfolgt hat, der wusste schon wenige Stunden nach dem Vorfall alles zum Vorfall, zum Täter und das... Kugel geht aber leicht nach unten, ne?
Nochmal zur Sache, die ich vorhin gesagt habe. Es hier ein offensichtliches Problem beim Sicherheitspersonal bei Trump und in den USA gibt. Wer hingegen die Tagesschau verfolgte oder Spiegel oder Stern oder CNN, der bekam zu hören, dass es zu einem, Zitat, Zwischenfall gekommen sei. In den USA hat es bei einer Wahlkampfveranstaltung von Ex-US-Präsident Trump in Pennsylvania einen Zwischenfall gegeben. Ein Zwischenfall? Digga, ich hab das auch gesehen. Ketzer der Neuzeit hat es gepostet und das ist schon wieder sehr suspicious, oder? Die reden von einem Knall. Die sagen, da war ein Knall, Digi. Die haben nicht darüber berichtet, dass da Schüsse gefallen sind und dass der angeschossen wurde, so. What the fuck is going on, bro? Es ist die Rede von Schüssen gewesen, die gefallen sein sollen, der Republikaner. Von Schüssen gewesen, die gefallen sein sollen. Aha. Der Präsidentschaftskandidat hob eine Faust, während er vom US-Geheimdienst zu einem Fahrzeug eskortiert wurde, wie Videoaufnahmen von der Veranstaltung zeigen. Und wer guckt überhaupt noch deutsche Medien? Sag ich ehrlich, wer guckt sich das überhaupt noch an, Alter? Diese komischen Marionetten, die da einfach irgendwas erzählen. Das Material zeigt Blut an seinem Ohr und Scharfschützen auf einem Dach in der Nähe der Bühne, auf der Trump gestanden hat. Die Washington Post titelte nach dem Vorfall von lauten Geräuschen und CNN schrieb, dass Trump während der Veranstaltung hingefallen sei. Digga! Das kannst du dir nicht ausdenken, yo. Unglaublich, what? Ich meine, man kann ja jemanden nicht mögen, aber sollten Journalisten nicht irgendwie objektiv, neutral berichten und nicht irgendwie in ihrer Gesinnungstheorie versuchen, alles in eine Richtung zu framen? Und generell, man muss sich nicht wirklich wundern, dass es so weit gekommen ist. Denn auch die Medien haben eine Teilschuld genau an diesen Attentaten gegen unbeliebte Politiker am linken oder rechten Rand. Oder generell auch an der Spaltung. Die Spaltung wird seit Jahren vorangetrieben. Viele Journalisten sind nicht mehr objektiv oder neutral, sondern sie sind links und machen daraus auch keinen Hehl. Sie versuchen, die Menschen zu belehren, zu indoktrinieren und betreiben eine Art Propaganda. Und seit Jahren wird die Gesellschaft gespalten und eingenordet. Und deswegen muss man sich auch nicht wirklich wundern, dass es so weit gekommen ist, nachdem man Trump über Jahre hinweg tatsächlich als Hitler oder Dr. Evil porträtiert hat. Ja. Also vielleicht auch kein Wunder, dass es dann immer zu größeren Eskalationen kommt und dass manche nun denken, sie retten die Welt, wenn sie Diktator Trump umbringen. Wenn Trump mit Hitler auf eine Stufe gestellt wird. Das haben die doch mit Putin auch gemacht, oder? Was erwartet man dann eigentlich? Und nochmal, ich bin kein Freund von Trump, aber was hier passiert ist, war eine Art Hexenjagd. Und wie pervers teilweise und auch menschenfeindlich, also misanthropisch die Medien sind, zeigt auch dieser Tweet von El Hotzo, auch genannt El Hetzo oder El Fotzo. Ich meine, wie menschenfeindlich kann man sein? Selbst meinem ärgsten Feind würde ich sowas nicht mal wünschen. Ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben. Nicht mal Karl Lauterbach. Also wirklich, dieser Mensch müsste eigentlich sofort irgendwie wegen Diffamierung oder wegen Unmenschlichkeit vor Gericht gezogen werden oder wenigstens... Das haben wir doch bei dem linksgrünen Wokey von gestern gesehen, der da, mit dem ich diskutiert habe, der dann irgendwann gesagt hat, dass der Ketzer der Neuzeit ein Nazi ist und so. Also die schrecken auch vor nichts zurück, ne? Jeder, der ein bisschen vielleicht konservativ unterwegs ist, ein bisschen traditioneller unterwegs ist und von Natur redet und so, ist direkt ein Nazi. So. Am besten, ja, die sollen am besten sterben, Digga. So. Vom ZDF rausgeschmissen werden. Der Mann schreibt Gags für Jan Böhmermann und sieht selber aus wie eine Fleischwurst. Wirklich, also wie charakterlos kann man sein? Und damit hat er sich komplett disqualifiziert. Ich meine, viele... In den Medien. Ketzer der Neuzeit ist ein rechter Dude. Ketzer der Neuzeit ist einer, der auf jeden Fall, wenn du politisches Spektrum guckst, rechts nach links, den würde ich auf jeden Fall, ich würde ihn, also er ist auf jeden Fall nicht rechtsextrem, ich würde ihn mittig eher rechts tendierend einordnen, so. Was aber auch vollkommen okay ist, Digga. In welcher Welt sind wir angekommen, dass wenn du ein bisschen konservativ bist und ein bisschen mehr nach rechts tendierst, so dass du dann direkt ein rechtsradikaler Nazi bist, so. Wo sind wir angekommen, Leute? Habt ihr noch alle Gehirnzellen im Kopf, Digga? Seid ihr noch ganz bei Sinnen, so? Ist alles okay bei euch, Bro? Wo sind wir angekommen, dass jemand, der Corona-Maßnahmen kritisiert, damals auch direkt Nazi ist, weil er auf einer Demo ist, wo ein paar Leute sind, die mehr nach rechts tendieren, so? Ihr habt doch einen Arsch offen, Digga, ich schwör's dir. Einen Arsch offen. Oder auch auf X fallen ja auf durch sowieso unsägliche Rhetorik und niederste Instinkte eigentlich, vor allem aus der linken Bubble. Und nochmal, natürlich sind bei den Trump-Anhängern auch Idioten dabei. Und wie gesagt, ich bin kein Fan von Trump, aber ich glaube, er ist wahrscheinlich der beste Kandidat, den wir momentan haben. Aber
was da passiert, wie in den 30er Jahren sich dann irgendwie Linke und Rechte über die Straßen jagen, das sehe ich kommen. Wie kann man denn als klar denkender, vielleicht sogar intelligenter Mensch so über andere denken, dass man jemanden den Tod wünscht? Damit hat er sich komplett disqualifiziert. Damit bist du bist ja nicht klar denkend. Was du vor allen Dingen nicht bist, du hast keine Menschlichkeit mehr und keinen Zugang mehr zu Gott und zu deinem Herzen, zu deiner Liebe. So, weißt du? Ein Mensch, der sich wünscht, dass andere Menschen sterben aufgrund von Ideologie, ist kein richtiger Mensch für mich. So. Das ist meine Meinung, Digga. Ich wünsche mir doch nicht, dass jemand stirbt, Bro, weil er eine andere politische Meinung hat als ich. Was ist deine Meinung dazu? Fühle ich mich hier ohne Grund oder siehst du es genauso? Das ist doch total pervers und krank. Wie ist so, Satanisten, so ist es. Krank muss man in der Birne sein. Was für ein charakterloses Arschloch muss man denn sein? So, Marc, so Butter bei die Fische, mein Jutster. Um sowas zu denken und geschweige davon zu schreiben. Und das sind die, die sich für Demokratie und Freiheit stark machen. Ja, das sind die, ja, ich schwöre, das sind genau die, Digga. Das sind die, die sagen, oh ja, liberal, Freiheit und jeder muss denken und sagen und machen und tun dürfen, was er will. Du kannst dein Geschlecht jeden Tag 100-mal ändern, Bro. Identifizier dich als was du willst. Aber wenn du ein bisschen konservatives Gedankengut hast, dann musst du getötet werden, weil du bist ein Nazi. Sie sind auf der besseren Seite, sie sind moralisch überhöht und intellektuell natürlich allen überlegen. Und in Wirklichkeit sind sie die größten Hetzer, Menschenfeinde und verachtenden Individuen, die ich kenne, die andere als Dreck behandeln und so auch behandelt haben wollen. Ich könnte mich gar nicht genug echauffieren über El Fozzo oder über genau diese Bubble. Und die immer nach Diversität und ja, wir sind eine Einheit, wir sind alle gleich. Also bei Adolf wäre es wünschenswert gewesen, dass das Attentat erfolgreich gewesen wäre. Was reden wir hier von Hätte-wäre-wenn-Geschichten so? Wir reden jetzt hier von Donald Trump. Willst du gerade Donald Trump mit Adolf Hitler vergleichen? Nee, die sind gar nicht gleich. Das sind Nazis. Und denk mal, es gibt ein schönes Zitat von Ignazio Silcone, der gesagt hat, der neue Faschismus kommt nicht, sagt, hey, ich bin der Faschismus. Er kommt und sagt, ich bin der Antifaschismus. So ist es nämlich, Digga. Diese Antifaschisten, beziehungsweise auch mit dem, den ich gestern da einen Discord-Talk gemacht habe, so, die haben faschistischere Züge als Faschisten. So, die wollen keine Meinungen zulassen. Jeder, der ein bisschen abweicht vom Narrativ, ist direkt Nazi und muss direkt gesteinigt werden und so. Also das ist doch Faschismus, Bro. Das ist doch Faschist. Das sind faschistischere Eigenschaften als von echten Faschisten. So, das müsst ihr euch mal klar machen. Die reden auch von Gleichheit und wir müssen alles akzeptieren und lieben und so. Aber jeder, der das anders sieht, der sagt, ey, es gibt nur zwei Geschlechter zum Beispiel, der ist dann Nazi und den darf man dann nicht mehr lieb haben. Den sollte man auch nicht mehr lieb haben. So. Genau das erleben wir ja. Die wollen einen linken Faschismus implementieren. Genau solche Aussagen unterstreichen das 1:1. Was die für ein Weltbild haben oder für ein Menschenbild haben, ist wirklich ekelhaft, pervers und asozial. Wie geht's jetzt weiter? Was bedeutet das? Und war es ein Interjob, ja oder nein? Eins steht definitiv fest, die nächsten Wochen werden mit Sicherheit nicht langweilig und es werden noch einige interessante Informationen ans Tageslicht hervorkommen. Und wie gesagt, dass wir in der Zeitenwende uns mittendrin befinden, kann ich nur immer und immer wieder wiederholen. Wir sehen die Attentate auf Präsidenten wie Trump oder den slowakischen Premier Fico. Wir haben Krieg vor unserer eigenen Haustür. Unser Verteidigungsminister spricht davon, dass Deutschen wieder kriegstüchtig werden müssen. Man muss den Feind in Russland niederringen. Und parallel nimmt die Spannung zwischen China und den USA immer weiter zu. Wir sehen populistische Parteien, die immer stärker werden und Bürger, die das Vertrauen in die bestehenden Institutionen zu Recht leider immer weiter verlieren. Das Fourth Turning habe ich auch in meinem aktuellen Buch explizit nochmal beschrieben. Und es geht auch nur um Divide et Impera, also Teile und Herrsche. Nicht nur seit Corona wurden wir unterteilt in geimpft, ungeimpft, Maßnahmenleugner, Maßnahmenfaschisten und so weiter. Schon davor hat es doch begonnen. Ne? Also bist du für oder gegen die Flüchtlingskrise, für oder gegen den Euro. Es gab keinen Grau mehr, es gibt nur noch Schwarz oder Weiß. Und wir dürfen uns nicht spalten lassen. Wir sind eine Spezie. Keine Spezie macht dieses Leben so zur Hölle wie wir. Und das muss ein Ende haben. Egal, was draußen kommuniziert wird, egal was die Politik oder die Medien sagen, es geht immer nur um Spaltung, Spaltung, Spaltung. Du musst dich entscheiden, auf welcher Seite bist du. Bist du bei den Guten, die das Klima retten, die mit 8 Masken rumlaufen, die... Das gilt für beide Seiten. Das gilt für beide Seiten. Und ich sage, die ultimative Lösung ist in der Mitte. So, lass dich nicht auf irgendeine Seite ziehen. Antworte einfach immer, ich bin für den Mensch. Menschlichkeit und Liebe.
So, geh mir nicht auf den Sack, ich bin nicht rechts, ich bin nicht links, ich bin für Menschlichkeit und Liebe. Und wenn irgendwas Ungerechtes passiert, dann mache ich mich dafür stark. Fertig aus. Gegen Trump sind und die Demokratie schützen oder bist du auf der bösen Seite? Und es darf nichts in Frage gestellt werden. Diese ganze Politik-Scheiße ist doch sowieso im Endeffekt nur ein komisches Theaterspiel, wo wir wieder einfach den Glauben nicht verlieren sollen und uns schön da rein involvieren sollen und uns schön damit anderen streiten sollen, die eine andere politische Meinung haben, damit wir ja uns nicht mit uns selbst auseinandersetzen und ja nicht anfangen, innerhalb der Gesellschaft zu checken, dass wir uns eigentlich alle lieben müssten. Weil es geht nicht um rechts und links. Es geht nicht um geimpft oder ungeimpft. Es geht nicht um Moslem oder nicht Moslem. Es geht nicht um Migrant oder nicht Migrant. Es geht darum, dass es gewisse Menschen gibt, die versuchen einfach es geht oben gegen unten, Bro. So, es ist eine Pyramide, verdammte Scheiße. So, ja, nennt mich gerne Schwurbel, aber es gibt ein paar Menschen da oben, die dafür sorgen, dass wir uns innerhalb der Gesellschaft die ganze Zeit streiten, damit wir nicht realisieren, dass es Menschen da oben gibt, die uns diese Themen die ganze Zeit reinstreuen, damit wir uns gegenseitig ficken und nicht realisieren, wer die wirklichen Leute sind, gegen die wir kämpfen sollten. So. So. Es gibt nur eine Wahrheit. Deswegen haben wir ja das Wahrheitsministerium in Brüssel gegründet. Und das ist auch eine spannende Entwicklung. Elon Musk, kurzer Exkurs, Elon Musk hat am Wochenende offenbart auf X. Und wenn man auf X noch nicht folgt, sollte das jetzt nachholen. Da wirst du immer zeitnah von mir direkt informiert, weil ich selber tatsächlich schreibe, @MarkFriedrich7, ich werde es hier einblenden, dass die EU an ihn herangetreten ist und ihm ein Geheimdeal angeboten hat, wenn er nach dem Sinne der EU zensieren würde, die Nachrichten zensieren würde, so wie sie das möchten, weil sie bestimmen dann in Zukunft, was es wahr und was ist unwahr. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, findest du hier und auch in den Shownotes unbedingt an, schon nach diesem Video. Dann würde man ihn vor der Millionenstrafe bewahren, denn die EU möchte ihn mit dem Digital Service Act, der digitalen Diktatur, wie ich es nenne, praktisch jetzt zur Kasse bitten, wenn er nicht spurt. Also, dann hätten wir vielleicht von diesen ganzen Nachrichten, die jetzt in den USA mit Trump passiert, wenn gar nichts gehört, weil die EU dann sagt, das darfst du bringen, das darfst du nicht bringen. Und siehe da, die EU wäscht sich in Unschuld und sagt, nein, 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 auch dazu werde ich ein extra Video machen. Es ist eine riesengroße Schweinerei. Wir leben schon im Orwellschen utopischen Albtraum eigentlich und es wird jetzt langsam in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Das musst du wissen. Deswegen bitte teil dieses Video. Wenn du neu hier bist, lass ihn ab. Okay, das war's gewesen, oder? Das ist jetzt, glaube ich, hier ein bisschen Yapping am Ende. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Ja. Die uns seit Jahren anlügen. Nochmal, diejenigen, die seit Jahren eine Fehlentscheidung nach der anderen. Ja, der jappt ein bisschen hier rum noch am Ende so. Wir haben das Thema auf jeden Fall durch hier an der Stelle. Interessante Geschichte. Also sehr, sehr interessante Geschichte. Schreibt mir gerne eure Gedanken, ne, eure Meinungen, was ihr dazu sagt, unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Lasst euch nicht zu viel ablenken. Konzentriert euch auf euch selber. Versucht euch zu verbinden mit euch selber und nicht die ganze Zeit im Außen euch von irgendwelchen Themen euren Kopf ficken zu lassen, weil das ist auch teilweise gewollt. Ja? Vergesst das nicht. Ich liebe euch. Bleibt in eurer Mitte. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang.